Pfeil per Animation wachsen lassen. In PowerPoint lassen sich zwar alle möglichen Objekte animieren, doch einen Pfeil wachsen zu lassen ist gar nicht so einfach. Außer man kennt folgenden Trick. Öffnen Sie im Register Einfügen das Dropdown-Menü Formen und wählen Sie einen Blockpfeil. Je nach Bedarf entweder den Pfeil nach links oder nach rechts. Ziehen Sie den Pfeil auf die gewünschte Größe und Form auf und belassen Sie die Markierung. Dann öffnen Sie das Register Animationen und suchen in der Gruppe Animation den Effekt Wischen. Der Wischeffekt wird sofort angewandt, allerdings von unten nach oben. Klicken Sie daher auf Effektoptionen und entscheiden Sie sich hier für die Option von links. In der Gruppe Anzeigedauer können Sie die Dauer der Animation beliebig einstellen. Öffnen Sie als nächstes den Animationsbereich und klicken Sie auf Wiedergabe, um die Animation abzuspielen. Unter Umständen wirkt der Effekt in Ihrer Präsentation besser, wenn er schneller abläuft. Experimentieren Sie ein wenig.